Sachen. Es passiert leider immer wieder in allen Ländern und andauernd Bundesländern. Trotzdem ist es eine unangenehme Sache, die auch nicht auf uns zurückfallen sollte. Deswegen hat der Benny dafür gesorgt, dass es erstmal nicht auf uns zurückfallen kann. Aber ich möchte doch, dass die Verantwortlichen sich auch dafür verantwortlich zeigen. Gestern habt ihr gefeiert zusammen in Jans Bistro, beziehungsweise ihr habt politische Diskussionen geführt und euch weiter fortgebildet. Dabei ist eine Gesamtrechnung von 35,10 Euro offen geblieben. Das ist ein Cheeseburger, vier Helle, eine Cola Zero und ein... Benny sitzt vorne an der Akkreditierung und ich würde euch wirklich bitten, nicht zu kneifen, sondern eure Sachen zu bezahlen. Dass man mal etwas vergessen kann, wenn man einen über den Durst getrunken hat, was ihr wahrscheinlich nicht habt, aber zu eurem Gunsten nehme ich das an, kann passieren, sollte aber nicht. Denn immer wenn wir da auftauchen als einer Gruppe aus unserer Partei, macht das letztendlich einen super tollen Eindruck für die Piratenpartei, wenn man seine Rechnung nicht bezahlt. Also Benny hat das gerade gezogen, trotzdem würde ich mir wünschen, dass Benny nicht auf den 35,10 Euro sitzen bleibt. Ich werde später dazu auch nochmal einen Aufruf starten, wenn nicht alles Geld angekommen ist. Ich sage es nochmal, es wurde ein Cheeseburger nicht bezahlt, vier Helle, eine Cola Zero und ein Havelkaffee. Ich hoffe, ihr kommt eurer Verantwortung nach. Vielen Dank dafür. Als nächstes möchte der Mauri gerne nicht alleine die Auszählung machen. Das kann ich gut nachvollziehen. Der Fachbegriff dafür heißt Wahlhelfer. Wahlhelfer melden sich bitte vorne bei unserem provisorisch eingerichteten Frontoffice. Egal wer da sitzen wird, ob das die Sandra oder der Umrat ist. Ihr müsst namentlich eingetragen werden, beziehungsweise brauchen wir das fürs Protokoll. Der Mauri braucht das fürs Protokoll, für sein Wahlprotokoll, was zu erstellen ist. Bleibt dann bitte, nachdem ihr euch eingetragen habt, ganz kurz vorne stehen, denn ein bisschen Fu müssen wir da noch machen. Wir müssen die Versammlung fragen, ob sie etwas einzuwenden hat gegen diese Wahlhelfer. So dachte ich mir das. Mauri, möchtest du, dass sie sich beim Frontoffice oder bei dir direkt melden? Möchtest du die Liste der Wahlhelfer direkt selber führen? Ja? Dann meldet euch doch bei Mauri, genau. Der ist hier vorne an der Ecke. Ne? Geht da mal bitte hin und tragt euch ein. Dann stellt ihr euch mal hier vorne kurz vor die Bühne. Dann mache ich so eine provisorische Abfrage, ob es Einwände gegen einen eurer Personen gibt zur Auszählung. Ja, wie ihr seht, stehen da vorne schon die Wahlhelfer. Ich würde euch bitten, die Aufmerksamkeit mal vorne zur Ecke zu Mauri zu leiten. Das heißt, wenn jetzt jemand Einwände gegen einen der Wahlhelfer hätte, würden wir das zur Kenntnis nehmen und eine Abstimmung darüber abführen.
Aber ich hoffe, dass das nicht so ist. Das ist nicht so. Also können Sie Ihren Job machen. Ja, dann kommen wir wieder zurück zur Versammlung. Wir werden jetzt Satzungsänderungsanträge behandeln, die die Zusammensetzung oder die den Vorstand insgesamt betreffen. Soweit ich das überblickt habe, und man mag mich gerne korrigieren, ist das nur ein Satzungsänderungsantrag, und zwar der Satzungsänderungsantrag 2. Da geht es um die Amtszeit des Vorstandes. Sie soll erhöht werden und der dementsprechende Paragraph in der Satzung geändert werden. Ich würde den Antragsteller, das ist der Franz, glaube ich, Franz Lauer, bitten, seinen Antrag vorzustellen. Danach werden wir die Pro und Contra Argumente hören. Wenn du soweit bist, dann darfst du. Bitte schön. Okay, also es geht darum, die Amtszeit auf 2 Jahre zu erhöhen. Es hat den Hintergrund, wir haben es auf dem Bundesparteitag gesehen, so Vorstandswahlen nehmen wahnsinnig viel Zeit weg. Wir haben am Ende dann meist das Ergebnis, dass wir doch dieselben Leute wieder wählen, weil sie ihre Arbeit verdammt gut gemacht haben. So ist es auch dieses Mal. Wir haben viele Leute, die wiederkommen. Es ist immer dasselbe. Wir wählen jemanden für ein Jahr. Der muss eingearbeitet werden in ein neues Team. Dann ist er endlich eingearbeitet, dann ist schon wieder die Zeit, wo man sagt, jetzt bin ich aber schon fast wieder am Ende meiner Amtszeit. Was kann ich noch machen? Was kann ich nicht mehr anfangen? Es ist jedes Mal ein Hin und Her. Wenn wir auf 2 Jahre gehen, haben wir eine Beständigkeit im Vorstand für 2 Jahre. Wir haben ein Team, das 2 Jahre durcharbeitet. Und danach haben wir Neuwahlen und können dann schauen, wollen wir die noch mal 2 Jahre oder nicht? Ein Jahr ist einfach sehr knapp. So, hiermit öffne ich die Redeschlange. Ihr dürft euch zu den Pro- und Contra-Mikros begeben. Ich erteile euch das Wort. Eure GO kennt ihr ja, ihr kennt den Ablauf. 5 Pro, 5 Contra. Und danach dürft ihr dann weiterreden. Da im Moment nur einer am Mikrofon steht, hat das Contra-Mikrofon das Wort. Bitte sehr. Jo, also der Antrag ist mit uns nicht abgesprochen worden, also mit den Leuten, die es jetzt betreffen würde, die ja wieder kandidieren und eventuell wieder gewählt werden. Ich für meinen Teil kann nur ganz klar sagen, ich stehe... Zwei Dinge. Einmal etwas mehr Ruhe im Saal. Ich weiß, wir sind noch am Anfang, aber trotzdem unterhalten könnt ihr euch auch draußen. Das zweite Ding, bitte näher ins Mikrofon. Ihr seht das ganz gut, so eine kleine Mikrofonleere. Diese Mikrofone sind nicht die, die auf der Bühne sind und dafür ausgelegt sind, dass man weite Entfernung hat, sondern man kann wirklich nah mit dem Mund rangehen. Dann hat man auch die gewisse Lautstärke, um im Saal gehört zu werden. Vielen Dank. Bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber es war notwendig.
Ja, es bleibt weiter bestehen, bitte Ruhe. Danke. Gut, also ich für meinen Teil, ich kandidiere ja wieder als Landesschatzmeister, ich kann nur sagen, ich stehe nicht für 2 Jahre zur Verfügung. Ich möchte, das werde ich ja dann in der Kandidatur sagen, ich möchte dieses eine Jahr nutzen, die Übergabe zu gewährleisten. Ich halte den Antrag insgesamt für zu unflexibel. In Wahlkampfjahren macht es schon Sinn, dass man die Möglichkeit hat, den Vorstand weiterlaufen zu lassen, ein zweites Jahr. Aber das muss dann eine Möglichkeit sein, die dann genutzt wird, wenn man sie braucht. So, dieser Satzungsänderungsantrag, so würde eine viel zu starre Regelung erzeugen und würde quasi den Zwang generieren. Da müsste ein Vorstand, der sagt, wir schaffen aber nur ein Jahr, wir wollen nur ein Jahr, müsste dann geschlossen zurücktreten nach einem Jahr. Das macht ja keinen Sinn, so eine Regelung in die Satzung zu schreiben, die dann den Rücktritt provoziert. Also wenn so eine Regelung, dann bitte mit mehr Flexibilität und nicht so starr. Und ich persönlich muss sagen, ich stehe für 2 Jahre nicht zur Verfügung. Ja, bitteschön. Die Intention kann ich voll nachvollziehen. Die Sache ist nur, das Parteiengesetz sieht maximal 2 Jahre vor und wir sollten grundsätzlich auch nicht das Maximum ausschöpfen. Wir stehen für mehr Demokratie. Wir bemängeln es, wenn Amtszeiten bei öffentlichen Ämtern verlängert wird, wenn wir keine 4 Jahre, sondern nur 5 Jahre oder manche Landtage wählen sogar nur noch alle 6 Jahre. Beim Bundestag wird das auch häufiger mal diskutiert und es kommen immer dieselben Argumente. Wahlen kosten Geld, Wahlen kosten Zeit, dann fehlt wieder Zeit für Wahlkampf weg. Das sind alles Argumente, die gegen Demokratie arbeiten. Wenn es darum geht, dass Beständigkeit im Vorstand herrscht, dann müssen wir einfach die Kandidaten in ihren Ämtern bestätigen. Es spricht ja nichts dagegen, wenn eine Amtszeit auf 1 Jahr beschränkt ist, den wieder und immer wieder zu wählen. Das haben wir jetzt beim Bundesparteitag auch gemacht, dass wir mehrere Kandidaten in ihren Ämtern bestätigt haben. Und dass Wahlen so lange dauern, das liegt nicht daran, wie lang die Amtszeit ist, sondern wir müssen vielleicht unsere Wahlsysteme anpassen und vielleicht müssen wir nicht die Kandidaten so lange grillen oder effizienter grillen oder sonst irgendwas. Also wir müssen eher beim Prozess des Wählens vielleicht effizienter wählen, aber nicht das als Argument zu nehmen, um die Demokratie einzuschränken. Danke. Du darfst. Bitte schön. Franz, danke dir für den Antrag. Ich hätte es schön gefunden, wenn wir vorher darüber hätten diskutieren können. Ich halte diese starre Festsetzung auf 2 Jahre tatsächlich etwas kritisch dran, weil wir sind alle nur Ehrenamtler und es ist halt einfach unheimlich schwierig, heute sagen zu können, was mache ich übernächstes Jahr, weil sich die Situation von den Kandidaten ja auch ändern kann, auch die berufliche Situation, und dann hast du halt immer das Problem, dass Menschen dann einfach vom Amt zurücktreten müssen, beziehungsweise vielleicht sogar davon abgeschreckt werden, für ein Amt zu kandidieren, und dementsprechend hätte ich gut gefunden, wenn wir diesen Antrag so gefasst hätten, wie wir das beispielsweise mit der Zusammensetzung des Vorstands haben, dass die Versammlung tatsächlich darüber abstimmen kann mit einfacher Mehrheit, wie lange die Amtszeit des nächsten Vorstands entsprechend dauern soll. Also insofern, wenn du den Antrag beim nächsten Landesparteitag bringen würdest, dass man das so weit ändert, dass die Versammlung darüber abstimmt bei jedem Landesparteitag, dann könnte ich dem zustimmen. Dem starren Modell kann ich leider meine Zustimmung nicht geben. Tut mir leid. Aber trotzdem danke für das Engagement. Okay, ihr habt noch die Möglichkeit, was zu dem Antrag zu sagen. Wenn sich keiner zu dem Mikrofon bewegt, dann beende ich die Diskussion. Bitte wedelt wild mit euren Füßen. Ich sehe nichts. Dann ist diese Diskussion jetzt erstmal beendet. Du hast ein Abschlusswort zu deinem Antrag. Bitte schön. Also ich kann die Kontraargumente genauso verstehen. Es ist schwierig zu sagen, ob man 2 Jahre nimmt oder nicht. Es gibt sowohl positive als auch negative. Es muss jeder für sich selber entscheiden, was ist persönlich, was sind die Vorteile für einen, wie möchte man es haben. Ich stehe dem Antrag auch neutral gegenüber, tendiere aber dazu, auf 2 Jahre zu gehen, eben weil wir uns damit wirklich Kontinuität schaffen. Ja, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu der Abstimmung. Ich bitte um Handzeichen. Ja. Ihr habt Für- und Gegenkarten, bitte gleichzeitig hochhalten.
Ja, der fürs Protokoll, der Antrag ist abgelehnt. Ach so, läuft das Protokoll? Ah, ich habe das nicht gesehen, deshalb muss ich ja mal so, ne? Ich fange einfach so an ohne die Protokollanten. Auch an dieser Stelle einen herzlichen Dank nochmal an unsere Protokollanten. So. Bevor wir zu der Vorstellung der Kandidaten kommen, müsste der David nochmal nach oben kommen. Es geht jetzt um die Zusammensetzung des... Ach! Eure ehemalige Vorsitzende ist da. Ich habe einfach mal ohne sie angefangen. Ich dachte, das macht man so. Ja, dann machst du die Vorstellung zu der zu dem Beschluss. Also wir müssen erstmal einen Beschluss fassen über die Zusammensetzung des Vorstandes. Und das würde dann Niki machen wollen. Wir geben ihr keine Verschnaufpause. Yay, genau. Wo ist jetzt David? Egal, gut. David, du wurdest gerade, komm auch mit nach oben. Zack, zack. David, komm doch auch. Ne? Überall da, wo nicht glatt ist, kann gelaufen werden. Ohne meinen ehemaligen stellvertretenden Poll-GF gehe ich nirgendwo hin. Nein, gut. Also, es gab im Vorfeld ja schon ein paar Diskussionen. Wir haben das Thema ja auch im Diskurs zur Debatte gestellt. Was ihr in der ersten Spalte seht, ist die derzeitige Zusammensetzung. Warum wir gesagt haben, wir möchten gerne einen weiteren stellvertretenden Vorsitzenden anstelle eines Beisitzers. Wir haben festgestellt, wenn wir Leute, also unsere Beisitzer, die in ihren Themen durchaus fachlich und sachlich sicher sind, zu irgendwelchen Veranstaltungen schicken, ist es in der Außenwirkung echt blöd. Dann sagen dann die Veranstalter, was, sie schicken uns nur den Beisitzer. Und deswegen wäre es unser Wunsch, dass wir sagen, auch wenn wir nach innen hin überhaupt keinen Unterschied machen, es gibt auch keine unterschiedlichen Stimmgewichte innerhalb der Vorstandsarbeit, dass wir einen Beisitzer opfern und stattdessen einen weiteren Vorsitzenden machen. Wir hatten alle möglichen Kombinationen durchdiskutiert, wir hatten dann eine interne Abstimmung, so Approval Voting, und das sind die Vorschläge, die dabei übrig geblieben sind. Okay. Ja, also wir haben tatsächlich, hat der Vorschlag 2 die meisten Stimmen bekommen, wo noch ein Beisitzer dabei ist, weil wir sagen, es ist für Leute, die neu in einen Vorstand kommen und sagen, Landesvorstand fände ich interessant, ich möchte aber nicht gleich stellvertretender Vorsitzender werden, ich möchte noch eine Weile unterm Radar schwimmen und mich in die Arbeit einfinden und dann vielleicht irgendwann später mal mehr machen und genau. Also das wäre halt unser Vorschlag. Wir legen auf jeden Fall in allen Vorschlägen ist ein stellvertretender Schatzmeister dabei, weil wir sagen, dass es so viel Arbeit mit der Schatzmeisterei ist, es wichtig, dass es da einen Stellvertreter gibt, damit auf jeden Fall zwei Leute so von Amts wegen verpflichtet sind, sich darum zu kümmern. Vorschlag 3 hat nur noch 7 Mitglieder. Wir konnten in diesem 9er Vorstand gut arbeiten, allerdings konnten wir auch in einem 7er Vorstand gut arbeiten. Deswegen würde ich das auch von der Kandidatenlage abhängig machen, ob wir einen 9er oder 7er Vorstand machen. Und Vorschlag 4 ist ein 8er Vorstand, was ja immer ein bisschen kritisch ist, weil es da unter Umständen mal zu Pattsituationen kommen kann. Allerdings haben wir zumindest jetzt in unserer Vorstandsarbeit in den letzten 2 Jahren noch nicht mal näherungsweise so eine Situation gehabt, weil wir immer darauf bedacht waren, in irgendeiner Form zu einem Konsens zu kommen. Das heißt, auch wenn wir nach außen hin sehr kuschelig gewirkt haben, die Debatten intern waren dann teilweise heftig, aber wir sind meistens innerhalb eines Arbeitstreffens zu irgendeiner Lösung gekommen, die meisten von uns vertreten konnten. Von daher, so richtig kontrovers war es dann immer nur im Vorfeld. So, dann würde ich das mal zur Diskussion stellen, weil ihr müsst darüber entscheiden. Und wenn es noch weitere Vorschläge gibt, bitte. Möchtest du noch was sagen? Das ist immer gut, wenn Teile meiner Arbeit von Niki übernommen werden.
Sie hat ja schon gesagt, wenn ihr über die Vorschläge diskutieren möchtet, dann bewegt euch bitte zum Mikrofon. Wenn weitere Vorschläge zur Zusammensetzung des Vorstandes sind, dann mögen Sie sich bitte auch jetzt melden. Auch die können zuerst mal zum Mikrofon gehen und wir könnten das vielleicht zur Not dann auch noch visualisieren. Ich sehe, es steht jemand am Mikrofon. Ach so, du möchtest auch noch was sagen? Ich wollte auch noch was sagen. Ja, da hat eine Ex-Landesvorsitzende mal wieder vorgegriffen. Dann darfst du zuerst. Bitte sehr, David. Danke. Nur so als Rahmenbemerkung, während der Diskussion kam es vereinzelt zu Vorwürfen, es sollen hier weitere Krönchen oder Ähnliches geschaffen werden. Dem ist nicht der Fall. Das ganze Thema ist ein Vorschlag und ich denke, wir begründen das recht sachlich, warum wir einen weiteren stellvertretenden Vorsitzenden haben wollen, eben mit der Außenwirkung nach außen. Ich denke, die Mitglieder im Landesvorstand werden auch im zukünftigen Vorstand aufgabenbasiert arbeiten und nicht nach dem Titel. Danke. Okay. Bevor ich jetzt nochmal das Wort erteile, vorne liegt eine Liste zum Eintragen fürs Mittagessen. Bitte nutzt das. Es soll wohl verschiedene Gerichte geben, die dann mittags angeliefert werden oder wie auch immer. Ich bin da jetzt nicht ganz so fit. Ich glaube, es gibt zwei Gerichte, Bolognese und irgendwie Fleisch mit Kartoffelsalat. Drei sogar, ja. Wobei mir niemand sagen konnte, was das für ein Kartoffelsalat ist. Aber naja, ihr werdet das dann schon wissen. Und bitte tragt euch vorne ein. Und du hast das Wort, Bim. Dankeschön. Ja, erstmal guten Morgen. Ich habe zwei Aspekte, weswegen ich einer erneuten Satzungsänderung eher skeptisch gegenüberstehe. Das ist nur eine Beschlussfassung über die Zusammensetzung des Vorstandes. Es geht aber um mehrere Stellvertretende. Nein, es geht um, das Ding heißt hier 3V, es ist ein weiterer Stellvertreter. Insofern ist es keine Satzungsänderung. Wir haben auch keinen Satzungsänderungsantrag eingereicht, sondern es soll im Rahmen der bestehenden Satzung, soll ein Vorschlag 2, 3 und 4 soll ein weiterer Stellvertreter, abgekürzt 3V, entsprechend gewählt werden. Dafür brauchen wir keine Satzungsänderung. Okay, Entschuldigung, das war mein Fehler. Wenn man sich jetzt allerdings die Satzungsregelung anschaut, besteht ja die optionale Möglichkeit, weitere Landesvorstandsmitglieder zu bestimmen, also die Größe des Landesvorstands zu modifizieren nach oben. So steht es ja jetzt in der Satzung, in dem § 9a. Dann verstehe ich das insoweit richtig, dass ein weiterer Stellvertreter benannt werden soll. Damit habe ich jetzt insofern ein Problem, weil die Bezeichnung eines Stellvertreters ist in der Satzung ausdrücklich geregelt, genauso wie die des Generalsekretärs, des politischen Geschäftsführers und des Vorsitzenden, der Schatzmeister natürlich auch. Demzufolge meine ich, dass die Bezeichnung als Stellvertreter zumindest nicht so ganz unproblematisch ist. Mein Aspekt ist zunächst mal grundsätzlich, die Größenordnung des Vorstands, die sollte immer angepasst werden bei jeder Wahlperiode. Was jetzt die Bezeichnung der jeweiligen Vorstandsämter anbetrifft, da ist, glaube ich, diese Regelung in der Satzung sehr gut, weil man eben sagt, die essentiellen Ämter, die sind bezeichnet. Wenn ich aufgrund der Arbeitsbelastung noch mehrere brauche, dann wird es entsprechend erweitert. Ich fummel auch eher ungern immer bei offiziellen Bezeichnungen bei Vorständen rum, sondern da sollten die Dinge mal so bleiben, wie sie sind. Was die Außenwirkung anbetrifft, ja, das ist ein Argument, das kann ich nachvollziehen. Allerdings muss man sich dann schon fragen, ob das wirklich einen so großen Unterschied macht, ob man sagt, jemand hat eine Bezeichnung für die Medien stellvertretender Landesvorsitzender oder ob man dann einfach sagt, Mitglied des Landesvorstands und zwar über alles im Außenauftritt mit Ausnahme des Vorsitzenden und belässt es dann insoweit. Von daher habe ich da so gewisse Probleme und würde es eigentlich ganz gern bei den offiziellen Bezeichnungen so jetzt belassen. Und wenn man sagt, in der Außenkommunikation möchte man doch auch einen Beisitzer, der in der Tat einen Beigeschmack hat, so eher am Rande des Tisches zu sitzen, dann einfach abzuändern und dann einheitlich nach außen als Mitglied des Landesvorstands aufzutreten.
Ganz kurz nur für die Akten, war das ein offizieller Vorschlag? Also mein Vorschlag wäre ganz einfach, so wie es in der Satzung steht. Wenn ihr sagt, als Landesvorstand, der ja größtenteils wieder kandidiert, wir würden gerne eine Mannschaftsgröße von x Personen haben, dann werde ich da nicht diskutieren und ich glaube, die Versammlung wird es auch nicht tun, zu sagen, nee, das legen wir jetzt fest. Ich würde allerdings, was die Bezeichnungen anbetrifft, es dabei belassen, wie es in der Satzung steht, nämlich die Ämter, die so bezeichnet sind, plus eine Anzahl von weiteren Landesvorstandsmitgliedern, die diese Versammlung hier beschließt. Und was die Außenkommunikation anbetrifft, um eben dieses Problem mit dem Beisitzer zu bereinigen, würde ich persönlich dann sagen, da werden halt Visitenkarten gedruckt und wenn jemand auf einen Termin geht, der nicht der Vorsitzende ist, dann ist das Mitglied im Landesvorstand. Und das war's. Ich muss dazu mal was sagen. Bim, bleib bitte am Mikrofon. Bim, 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 bleib mal bitte am Mikrofon. Ich muss dazu mal was sagen. Er hat meistens recht und ich höre meistens auf ihn. Allerdings ist es so, dass in eurer Satzung ist nur der Vorsitz, stellvertretende Vorsitz, Schatzmeister und Generalsekretär benannt. Das würde bedeuten, so wie du es gerade gesagt hast, also in meinem Empfinden ist es so, dass egal wie die Größe ist, die Bezeichnung der anderen Mitglieder frei ist. Und man könnte jetzt, wenn wir bei deiner Argumentation bleiben würden, dann würde das bedeuten, ihr hättet auch keinen Polgef benennen können. Und deswegen wollte ich nur noch mal anmerken, dass also die Satzung das nicht starr vorschreibt, sondern die Bezeichnung, ihr könntet ihn auch Hampelmann nennen oder wie auch immer. Letztendlich ist die Bezeichnung nicht frei und ich glaube, dem obliegt dem Vorstand. Wenn du da noch mal was, wenn du da anderer Meinung bist, dann würde ich das gerne noch mal, damit das für die Versammlung auch klar ist. Ja, nein, ich bin da nicht anderer Meinung. Gut. Nein, bin ich nicht. Alles klar. Und ansonsten sollte die Versammlungsleitung mit den Teilnehmern in der Sache dann die Dinge nur klarstellen. Das habe ich ja gerade getan. Dankeschön. Bitte der Nächste. Ja, ganz kurz dazu auch nochmal. Ich sehe nicht, dass wenn wir mehrere stellvertretende Vorsitzende haben, wir da irgendeinen Bruch mit der Satzung hätten. Die Satzung kennt den Posten stellvertretender Vorsitzender. Und warum soll es nicht mehrere stellvertretende Vorsitzende geben, so wie es bisher auch mehrere Beisitzer gab? Wir haben die Beisitzer ja auch nicht durchnummeriert. Dass da oben jetzt 2V, 3V, sonst was steht, mein Gott, das ist nur eine Bezeichnung da oben an der Wand. In der Praxis wären das einfach mehrere Stellvertreter. Die hätten auch keine Durchnummerierung. Also insofern sehe ich da überhaupt keinen Widerspruch zur Satzung. Und dann nochmal zu der Zusammensetzung mit 8 Mitgliedern. Das ist auch vollkommen unkritisch. So eine Pattsituation kann genauso bei einer ungeraden Anzahl Mitglieder vorkommen, weil auch nicht in jeder Vorstandssitzung jedes Mitglied anwesend ist. Also das ist ein Märchen, dass man eine ungerade Anzahl in dem Vorstand braucht. Das ist überhaupt kein Hinderungsgrund. Rein aus Schatzmeistersicht muss ich ganz ehrlich sagen, kostengünstiger wäre natürlich ein kleinerer Vorstand, weil dann hat man weniger Reisekosten. Ist aber auch nicht immer gegeben. Wir hatten ja zum Beispiel in Kiel, hatten wir auch von der IT jemanden mit dabei und mussten da die Kosten übernehmen. Also auch Beauftragte kosten Geld. Also von daher auch an der Stelle, das Kostenargument zählt nicht wirklich bei der Vorstandsgröße. Fühlt euch da frei und vergesst dieses Märchen von der ungeraden Anzahl. Ja. Ja. Bitte, du hast das Wort. Hallo. Weil wir gerade die ganze Zeit über den Satzungspassus reden, möchte ich den ganz kurz mal vorlesen, damit jedem klar ist, worum es hier geht. Da steht in Absatz 1, der Landesvorstand besteht, jetzt wichtig aufpassen, zumindest aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden, Schatzmeister und Generalsekretär. Der Landesparteitag kann die Wahl weiterer Mitglieder beschließen. Meiner Meinung nach ist da eindeutig klar, dass das zumindest und die Option weitere Mitglieder das durchaus offen lassen, da auch noch weitere Positionen, wie auch immer man sie benennen da möchte, zu wählen. Ich würde allerdings dringend dazu raten, den Vorschlag 3 zu nehmen, um den Vorstand klein zu halten, also klein in zahlenmäßig klein zu halten, nicht falsch verstehen. Aus dem einfachen Grunde, weil wir personalmäßig eh etwas eng bestückt sind. Wir haben beispielsweise in der Oberpfalz schon das Problem, dass wir dadurch, dass wir Vorstände in alle möglichen Regionen, wir haben inzwischen auch schon einige im UFO sitzen, schon selbst kaum noch Personal übrig haben, um unsere eigenen lokalen Vorstände zu besetzen. Deswegen wäre es ganz gut, wenn der Landesparteitag uns nicht zu sehr leerbluten lässt, weil ich auch schon wieder die Gefahr sehe, dass wir einige aus der Oberpfalz auch hier wieder im Landesvorstand haben und ich würde da gerne nicht zu viele verlieren.
bitte nicht falsch verstehen. Also deswegen meine Empfehlung, meine Bitte, 7 Leute, Vorschlag 3 nehmen und dann passt das. Das Problem mit den, Vorstandsmitgliedern, die nach oben verschwinden, kenne ich, ja. Bitte. Ich habe im Vorfeld ja schon ein bisschen was von der Diskussion mitbekommen und komme jetzt nochmal auf den Einwand mit den Krönchen zurück, David. Bei einigen Mitgliedern, die mich angesprochen haben, kam eben die Diskussion auf, dass es hier um Postenverteilung und um Krönchenverteilung geht. Und um diese ungute Stimmung wieder aus der Partei rauszunehmen, würde ich bei der alten Besetzung bleiben, auch bei der alten Bezeichnung. Und den Vorschlag vom BIM finde ich also sehr gut. Man kann in der Außenwirkung schreiben, auf den Visitenkarten Mitglied des Vorstands. Da muss nicht stellvertretender Vorstand stehen. Also ich würde bei Vorschlag 1 bleiben und dazu tendieren. Nachdem wir jetzt viel über die Satzung geredet haben, steht in der Satzung drin, dass der Vorstand besteht aus mindestens dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden. Hier geht es darum, aus dem, also einer Person, mehrere zu machen. Wir kommen auch nicht auf die Idee, 2 oder 3 Vorsitzende zu wählen, sondern da bleibt es bei einer Person, die wir wählen wollen. Zumindest jetzt in den Vorschlägen, auch von den Gedanken her. Ich denke, da ist zu sagen, man macht mehrere stellvertretende Vorsitzende, ist zumindest die Frage, ob das mit der Satzungsformulierung, dass sie aus dem stellvertretenden Vorsitzenden besteht, ob das dann auch so wirklich 100% passt. Na gut, dann sage ich dazu auch schnell noch was. Also zusätzlich zu dem Stellvertretenden, warum soll nicht ein weiterer Stellvertretender? Nein, kann ich nicht erkennen, dass die Satzung das nicht zulassen würde. Und dann schlicht und ergreifend, es ist eine schöne Theorie, auf die Visitenkarten irgendetwas draufzuschreiben. Die Visitenkarten sehe ich aber erst, die kann ich erst herzeigen, wenn ich eingeladen bin zu dem Termin, wenn ich schon dort bin. Es geht ja darum, überhaupt mal dorthin zu kommen, dass tatsächlich die Leute einen auch einladen. Da nützt mir die Visitenkarte gar nichts. Das ist eine schöne Theorie. Die Praxis ist eine andere. Wir haben diese Praxiserfahrung jetzt gemacht, ein Jahr lang. Und da vorne stehen 2 Leute, die diese Praxiserfahrung euch mitgeteilt haben. Glaubt ihnen doch einfach mal. Also ich möchte nicht so sehr auf die Satzung eingehen, sondern ich möchte mal, Niki und David, auf die Außenwirkung eingehen. Also ihr dürft nicht unterschätzen, dadurch, dass wir auch in Bayern ein paar Kommunalmandate haben, dass wir durchaus auch in der Öffentlichkeit beobachtend verfolgt werden. Ich neige eher dazu, den Vorstand sogar zu verkleinern, weil in Zeiten Mauer personeller Ressourcen wird das ja immer schwieriger, Aufgaben zu besetzen, zu verteilen. Und man sollte eben den Blick der Öffentlichkeit auf diese Ämter nicht vergessen. Und ich glaube, dass wir in dem momentanen Zustand, in dem wir als Partei sind, es ein schlechtes Signal ist, wenn wir dann mit einem relativ großen Vorstand nach außen gehen. Deswegen, ich plädiere davor, den Vorstand eher so zu lassen, wie er ist, wenn nicht sogar zu verkleinern, wie das in Vorschlag 3 drinsteht. Ich wollte nur dazu sagen, dass wenn der Begriff Beisitze eine Dorn im Auge ist, dann das gänzlich zu streichen. Und tatsächlich, weil auf der Landesebene, wer sich bewirbt vom Vorstand, der hat schon Erfahrung in bestimmten Bereichen und soll direkt benennt, in welchem Bereich der aktiv ist. Danke, bitte. Nur kurz zur Formulierung in der Satzung. Der Antrag damals, der den jetzigen Zustand hergestellt hat, war ja von mir. Und die Intention war damals ganz klar, der Parteitag kann die Wahl weiterer Mitglieder beschließen. Was das für Mitglieder sind, das entscheidet er nach seinem Willen, wie er möchte. Wollte ich nur nochmal gesagt haben, das war die Intention damals. Danke. Besteht weiterer Diskussionsbedarf über die Vorschläge? Möchte jemand etwas noch sagen? Wedle er wild mit den Füßen? Gibt es weitere Vorschläge? Habe ich also schon abgefragt. Hast du? Okay. Ich habe eine Verständnisfrage. Und zwar, es geht ja jetzt in erster Linie um die Größe des Vorstandsteams. Richtig. Da haben wir jetzt hier unterschiedliche Vorschläge, aber gleichwohl haben wir jetzt auch schon so mehr oder weniger festgelegte Bezeichnungen, also gerade so im oberen Drittel.
Vielleicht könnte man dann klarstellen und sagen, wir reden jetzt ausschließlich über die Zahl der Landesvorstandsmitglieder und diese Bezeichnungen, wie sie da stehen, die sind nicht in Stein gemeißelt und so wird es auch keinesfalls zwingend. So wie es in der Satzung steht. Ja, also das kann ich ja mal kurz klarstellen, weil das ja wichtig ist. Tatsächlich reden wir hier nur über die über die Größe dieses Vorstandes in der Beschlussfassung. Und ich habe das als Nettigkeit empfunden, dass die möglichen nächsten Vorständler der Landesmitgliederversammlung mitteilen, wie sie die Benennung der weiteren Mitglieder halten wollen. Also es geht tatsächlich hier ausschließlich um die Größe. Das mit den Bezeichnungen, Ich hätte da noch mal eine Frage. Nein, jetzt stelle ich mich mal da. Das ist am anderen Mikro. Ja, das ist jetzt das andere Mikro. Nur mal zur Klarstellung, welche Größe würdet ihr euch als Team denn wünschen? Die Frage kann ich nicht beantworten, die müsstet ihr schon beantworten. Ja, die müssen, ich habe da tatsächlich keine Präferenz. Ich komme mit allen Vorstandsgrößen klar. Mir ist es nur wichtig, dass es auf jeden Fall einen Schatzmeister und einen stellvertretenden Schatzmeister gibt. Das sehe ich ähnlich wie Niki. Ich weiß, dass es charmant ist, wenn man einen kleinen Vorstand hat, vor allem, weil man dann auch vielleicht die Menschen dann in andere Vorstände bringen kann. Ich bitte euch aber auch eins zu bedenken, wenn wir jetzt einen 7er-Vorstand beispielsweise hätten und eine Person fällt aus, beruflich, Krankheit, was auch immer, verteilt sich die Last halt auf immer weniger Schultern. Und in dem 9er-Vorstand, den wir jetzt hatten, war die Arbeitsbelastung nicht unerheblich. Also das sollten wir vielleicht auch noch berücksichtigen. Ich muss jetzt noch mal was sagen, bevor du das Wort kriegst. Und zwar, ihr habt auf jeden Fall einen Schatzmeister. Wenn ihr mehr Leute beschließt als den Vorsitzenden, den stellvertretenden Vorsitzenden den Schatzmeister und den Generalsekretär, regelt ihr intern, wer stellvertretender Schatzmeister ist. Wenn ihr das auch hier zur Wahl stellen wollt bei der Versammlung, dann solltet ihr in Zukunft darüber nachdenken, das in der Satzung eindeutig zu kennzeichnen. Denn normalerweise würde man die weiteren Mitglieder ohne Bezeichnung wählen und in einem Wahlgang. Und die weitere Aufteilung ist euch überlassen. Das wurde aber in der Praxis so nie gehandhabt. Es wurde immer explizit auf eine bestimmte Position gewählt. Ja, nur weil man immer irgendwas falsch gemacht hat, heißt das nicht, dass es dadurch richtiger wird. Bitte. Wer war letztes Jahr Versammlungsleiter? Wer war letztes Jahr Wahlleiter? Aber ja, ihr habt recht. Das ist mir dann letztes Jahr auch durchgegangen. Und wir werden das natürlich in üblicher Praxis, ich frage das dann einmal die Versammlung ab, ob die übliche Praxis angewendet werden wird. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Der Landesparteitag steht hier über allem. Und ich beuge mich immer der Mehrheitsentscheidung. Fakt ist aber, es wäre schön, wenn das in Zukunft eindeutiger geregelt wird. Irgendwann bin ich nicht mehr da. Eiser. Umrat, bitte. Okay, dann erweitere ich das, was ich eigentlich sagen wollte, gleich um den Vorschlag von Mike, weil ich finde ihn sinnvoll. Also ich würde dringend empfehlen, dass wir jetzt aufhören zu reden, einfach abstimmen und zwar gleich sowohl über die Anzahl als auch über die Namen auf der ganzen Geschichte. Und ich würde dann jeweils die Größe, wie sie dort vorgeschlagen ist, 7, 8 und 9 jeweils nochmal um den Vorschlag erweitern, dass wir dort einfach nur die drei vorgeschriebenen Positionen, sprich Vorsitzender, Stellvertreter und Schatzmeister und Entschuldigung, den vierten habe ich vergessen, ist egal, dass wir die den Vorschlag so nehmen und die anderen dann einfach nur als Vorstände mit dazu wählen. Hat den Vorteil, dass wir die in einem Rutsch wählen können und auch schneller werden. Also ist das klar, wie ich den Vorschlag meine, Mike? Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich dir zu deinem Recht verhelfen kann. Ich muss da kurz drüber nachdenken. Grundsätzlich würde ich sagen, das ist ein Antrag auf sofortige Abstimmung und über den Rest denke ich nochmal nach und würde das mit der LMV gemeinsam in einer Abstimmung, ob sie alle in einem Rutsch gewählt werden möchten oder ob die einzelne Posten extra ausgewiesen haben möchten. Das würde ich mit der Versammlung dann nochmal überlassen. Danke.
Darf ich nur kurz? Du darfst auf jeden Fall ganz viel, sag zu viel, damit ihr klar und deutlich verstanden werdet von dem Landesparteitag. Okay, Umrat, charmanter Vorschlag. Hat ein kleineres Problem. Du vermischst dann in dem Fall tatsächlich Verwaltungsvorstände mit politischen Vorständen und das halte ich für weniger geschickt. Also ich würde zumindest den politischen Geschäftsführer da rausnehmen wollen, weil das doch, wenn wir tatsächlich weiterhin die Bezeichnung, wie die Piraten es sonst haben wollen, verwenden wollen, dann würde ich den politischen Geschäftsführer gerne mit dabei haben. Ja. Soweit ich das jetzt erkennen kann, haben wir zur Größe des Vorstandes, um den es jetzt erstmal geht, das heißt, das ist die Entscheidung, die ihr jetzt treffen werdet, einmal 9, 7 und 8 Mitglieder. Wir werden das jetzt per Handzeichen im Approval Voting machen und in ganz komplizierter Art und Weise die herausstechende Größe dann nochmal abstimmen, nur damit wir auch für die Klugscheißer im richtigen Modus sind. Ich frage jetzt ab, von unten nach oben, wer ist für 7 Mitglieder? Ihr dürft übrigens jedes Mal abstimmen, ich möchte nur die Ja-Karte sehen, keine Nein-Karten bitte. Ja, keine Nein-Karten, Mauri, hatte ich gesagt. Ja? Oder hast du nur die da? Aha, das geht doch. So. Wer ist für 8 Mitglieder? Wer ist für 9 Mitglieder? Nein, es geht hier nur um die Größe. Bitte noch einmal 7 Mitglieder. Da gewinnt 7 Mitglieder. Das heißt, das hat jetzt die meisten Stimmen erreicht. Und jetzt kommt Ja- und Nein-Karten zur Geltung, denn wir fassen jetzt den Beschluss über die Größe. Bitte beide Karten gleichzeitig. Wer möchte oder wer möchte nicht, dass der Vorstand aus 7 Mitgliedern besteht? Der Vorstand wird aus 7 Mitgliedern bestehen. So. Ja, fürs Protokoll können wir ruhig 4 Nein-Stimmen sagen, aber... jetzt würde ich euch nochmal fragen, ob ihr in alter bayerischer Tradition entgegen eurer Satzung die Position einzeln wählen möchtet. Bitte gerne Ja- und Nein-Karten. Und bitte um Regelbeteiligung der Abstimmung. Sollten dazu noch Fragen sein, dann dürft ihr das jetzt auch noch machen. Dann würde ich die Abstimmung... Okay, wir bleiben also dabei, dass die Positionen einzeln gewählt werden. Ich muss mal ganz kurz was klären, ja? Die Bezeichnung. Das heißt
So, meine Damen und Herren, liebe Piraten, ich werde das jetzt so machen, dass wir jetzt nochmal eine Zigarettenpause, Unterbrechung machen. Wir bereiten die Wahlen vor. Kandidaten dürfen sich vorne bei dem provisorisch eingerichteten Front Office, was auch zur Versammlungsleitung gehört, melden. Bitte meldet euch da, damit wir euch an den Beamer werfen können. Ja, als Person. Und dann werden wir in die Wahlgänge starten, beziehungsweise die Vorstellungsrunden und in die Wahlgänge. In dieser Zeit habt ihr auch nochmal Zeit, bei Benny eure Schulden zu bezahlen. Ich möchte es nochmal sagen, für die, die nachträglich gekommen sind. In Jans Bistro ist eine Rechnung von 35,10 Euro offen geblieben. Ein Cheeseburger, 4 Helle, eine Cola Zero und ein Havel Kaffee ist nicht bezahlt worden. Benny hat das bezahlt, damit es nicht auf die Partei zurückfällt. Als nächstes bitte ich um Ruhe, Dankeschön, sonst werde ich immer lauter. Als nächstes könnt ihr euch auch fürs Mittagessen eintragen in dieser Zeit und ihr dürft eine rauchen gehen, müsst aber nicht unbedingt, aber ihr wisst ja, Raucher lieben Deutschland. Also, ich setze dann so circa nach einer Zigarettenlänge wieder fort, 5 bis 7 Minuten und ich werde es draußen auch nochmal bekannt geben. Viel Spaß bei der Pause, nutzt sie.
Thank you.
Meine Damen und Herren, liebe Piraten, ich habe mitgekriegt, auch draußen bei dem Raucherbereich hört man mich. Ich gebe den Rauchern also jetzt ein wenig Zeit, in den Saal zu kommen. Und auch da gilt, überall, wo nicht glatt ist, kann gelaufen werden. Umso eher setzen wir die ganze Sache hier fort. Wir haben ja nun eine kleine Erfrischungspause gehabt. Ja. Darf ich schon? Ja, du darfst dich da ruhig schon hinstellen, aber du wartest, bis du gefragt wirst. Ha, das wollte ich schon immer mal zu dir sagen. Jawohl. Ja, das ist schon klar. Wir beginnen jetzt mit euren Vorstandswahlen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Teil dieses Parteitages. Deswegen, oh, da waren zwei Arme in der Luft. Das bedeutet nichts Gutes. Ich wollte Antrag stellen auf Begrenzung der Redezeit auf 7 Minuten für die Kandidatenvorstellungen. Also Begrenzung der Redezeit auf 7 Minuten für die Kandidatenvorstellungen, dass wir das jetzt gleich vorne weg. Ja, ist ein GO-Antrag auf Begrenzung der Redezeit, handeln wir ganz fix ab. Die Zeit ist angegeben, der Antrag ist so gültig. Ich bitte um Karten in die Luft, bitte, damit ich sehen kann, ob ihr dafür oder dagegen seid. 7 Minuten sind gefragt. Das ist auf jeden Fall eine Mehrheit. Sie haben dir einen Maulkorb verpasst. Eigentlich würde ich mir wünschen, dass der Wahlleiter auch in meiner Nähe jetzt auftaucht, denn wir sind ja... Also schon alleine, weil es ja dem Wahlleiter obliegt, die Liste der Kandidaten zu eröffnen und sie auch wieder zu schließen. Der ist auf Toilette. Hat er keinen Eimer, mit dem er sich neben den Stuhl stellen kann? Ja, aber das sind ja tatsächlich Sachen, die kann ich zwar machen, aber das machen wir nicht, wenn wir einen Wahlleiter gewählt haben. Das macht der Versammlungsleiter nur, wenn kein Wahlleiter vorhanden ist. Ja, Mauri, es geht hier um die Eröffnung der Kandidatenlisten. Am besten eröffnest du alle Kandidatenlisten gleichzeitig. Dann würden wir, das haben wir jetzt einen kleinen Fehler gemacht, das hätten wir schon vor der Pause machen können. Komm nochmal hoch und... Die Kandidaten können sich ja auch schon vorstellen, wenn die Liste noch nicht geschlossen ist, nehme ich mal an. Ne? Nö, die Liste ist noch nicht geschlossen. Erstmal eröffnen. Also, ich eröffne die Vorstellung der Kandidatenliste. Ja, und erzähle dann nachher ein bisschen was noch über den Ablauf der Wahl. Ist diesmal ein bisschen komplizierter, aber das werdet ihr dann nachher noch erfahren, was genau daran kompliziert ist. Jetzt erstmal zur Vorstellung der Kandidaten. Das ist alles schon geklärt worden, Olaf. Die Wahlhelfer sind eingetragen, haben sich gemeldet und sind auch von der Versammlung als diese angenommen worden. Das haben wir alles schon geklärt, da warst du wahrscheinlich nicht da. So. Ja, ich würde mal sagen, stell dich vor. Ne? Du hast 7 Minuten. Timer? Ich habe 7 Minuten, gut. Mein Name ist Nicole Britz, manche von euch werden mich kennen. Was braucht man, um ein Vorstandsamt zu bekleiden? Hexenkünste, Raketentechnik? Eher nicht. Dann vielleicht doch Stehvermögen. Ich habe gestern eine Tüte mit Bonbons geschenkt bekommen, die wie Viagra-Pillen aussehen. Ich kandidiere nochmal als Landesvorsitzende. Warum? Ja, also ich möchte noch einiges umsetzen und dafür reichen leider 2 Amtszeiten nicht. Und das Wichtigste dabei ist, wir müssen die Sichtbarkeit wiederherstellen, weil im Moment sind wir unsichtbar. Aber irgendwie kommt man ja zu nichts. Ich habe inzwischen tatsächlich mehr Zeit für Themen, weil ich mehr Routine habe, was die ganze übrige Vorstandsarbeit angeht. Und es ist vor allen Dingen auch wichtig, den Zeitdieben Grenzen zu setzen, damit wieder Zeit für Politik bleibt. Was ich festgestellt habe, das Klinkenputzen ist sehr langwierig.
Und wir müssen nicht nur Vertrauen schaffen, sondern wir müssen auch verlorenes Vertrauen wiedergewinnen. Und das ist wirklich nichts, was man in 2 Wochen schafft. Vorstände oder die perfekte Vorstandsarbeit funktioniert leider auch nicht nach dem Motto aufreißen, Wasser drauf, umrühren, fertig. Der kontinuierliche Verbesserungsprozess auch innerhalb der Vorstandsarbeit ist natürlich ein längeres Projekt. Wir arbeiten auch viel auf Basis von Try and Error. Nächstes Mal dann besser. Wir müssen auch, und darum wird es auch auf diesem Parteitag noch gehen, die inhaltliche Weiterentwicklung der Piratenpartei vorantreiben. Und vor allen Dingen müssen wir, und damit meine ich euch alle, ein bayerisches Profil herausarbeiten. Ja, und dafür sind natürlich nicht nur die Vorstände zuständig, sondern wir alle. Und ich will von euch wissen, welche Themen euch in Bayern wichtig sind, für welche Themen brennt ihr. Und wir müssen natürlich innerhalb der Vorstandsarbeit, um diese Themen an die Öffentlichkeit zu bringen, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verbessern. Wir müssen in ein Stadium kommen, wo wir schneller auf aktuelle Ereignisse reagieren können. Wir müssen die Kampagnen, die im Moment in den Startlöchern stehen, durchziehen. Wir müssen Agenda-Setting betreiben, dass wir diejenigen sind, die die Themen setzen und nicht, dass wir eine PM raushauen mit »Ja, das finden wir auch blöd«. Sichtbar werden deswegen, weil niemand Unsichtbare wählt. Und wir müssen natürlich an der Stelle inaktive Piraten reaktivieren und neue Aktive gewinnen. Wir müssen auch die innerparteiliche Bildung fordern und vor allen Dingen fördern, weil wir müssen natürlich kompetent aussehen, oder nein, anders, wir müssen nicht nur kompetent aussehen, wir sollten nach Möglichkeit auch kompetent sein. Wir haben im letzten Landesvorstand ein umfangreiches Schulungsprogramm aufgesetzt, wo die Leute sich schulen lassen können, wenn sie es denn möchten. Und das Wichtigste, das Allerwichtigste, ich möchte dieser Partei Ziele setzen und an denen müssen wir gemeinsam arbeiten. Das wichtigste Ziel dabei ist auf lange Sicht der Einzug in den Bayerischen Landtag im Jahr 2018. Und dazu müssen wir wirklich alle, und dabei rede ich explizit auch von mir, den Arsch hochkriegen. Wir müssen die Voraussetzungen dafür schaffen, strukturell, logistisch und inhaltlich, vor allem inhaltlich, und diese Partei wieder sichtbar machen. Ja, und damit bin ich dann eigentlich schon durch. In Wirklichkeit bin ich nur total machtgeil, aber das wisst ihr ja. Ja, ich weiß nicht, wie wollt ihr es denn? Wollt ihr den Kandidaten gleich, die Kandidaten jeweils gleich befragen oder wollt ihr erst alle Kandidaten hören und dann befragen? Aber ich würde vorschlagen, der einfache halt halber machen wir das Grillen jetzt gleich im Anschluss dazu. Das heißt also, ist das eine Frage? Nein, eine Anregung. Es könnte schneller gehen und effizienter sein, wenn die Kandidaten sich vorgestellt haben, weil es ja sein kann, dass Fragen an beide Kandidaten zwecks Vergleich gestellt werden und dann eben wir insofern länger werden. Ja, ich nehme euer Klatschen einfach mal so, dass er das gut findet. Gibt es da Gegenstimmen gegen den Vorschlag? Also machen wir das so. Es ist ja kein Bundesparteitag, ist ja ein Landesparteitag. Also das ist ja alles gemischt. Ja, sehr gut. Olaf ist dafür, dann machen wir das so. Bitte. Herr Zehe, Matthias, genau, du hast das Wort. Auch du hast 7 Minuten. Ahoi. Dieses ist die Auftaktveranstaltung für den Bundestagswahlkampf 2017. Man hat irgendwo das Ziel ausgegeben, 5%. Es stellt sich aber die Frage, welches Projekt wird eher verwirklicht? Der Weltraumaufzug oder der Einzug in den Deutschen Bundestag der Piratenpartei? Der Weltraumaufzug macht Fortschritte. Wir haben nun ein kleines Problem, das besteht in einer völlig unsinnigen Parteienfinanzierung. Diese Parteienfinanzierung führt dazu, dass im nächsten Jahr die Gelder, die sowieso um 40% gekürzt werden, die wir bekommen werden, halt auf die verschiedenen Länder verteilt werden. Die Länder wiederum haben das Problem, sie haben nichts davon, wenn sie Geld in diesen Bundestagswahlkampf stecken, weil sie profitieren nicht direkt davon, weil wir leider diese Umverteilung haben, diese unsinnige.
Die Frage ist also, warum man irgendwo im Hinterzimmer das Wahlziel ausgegeben hat, Bundestagswahlkampf 5%, wenn eventuell viele Landesparlamente, wie man jetzt auch hier schon angeklungen hat, Landesverbände, lieber nur ihre Landtagswahlkämpfe führen möchten. Die Frage ist also, welche Ressourcen möchte man einsetzen? Diese ganze Diskussion in dieser Partei hat man nicht geführt. Das hat man irgendwo im Hinterzimmer von Kipfenberg oder bei der Marina Kassel, hat man das irgendwo beschlossen. Und das ist auch das große Manko in dieser Partei. Wir müssen erstmal wieder innerparteiliche Demokratie durchführen. Wir müssen miteinander diskutieren. Wir müssen die Demokratie wieder fördern. Irgendwelche Beschlüsse im Hinterzimmer werden uns nicht weiterbringen. Und deswegen, wir sind jetzt in einer Krise. In Nordrhein-Westfalen sind die Umfragen unter 1% gefallen. Wir sind in einer Krise und wir sollten erstmal mit demokratischen Prozessen versuchen, wieder eine richtige Partei zu werden, die auch lokal verankert ist. Wir müssen die Schwerpunkte legen auf die Bezirksverbände, auf Kreisverbände und so weiter, damit wir dann wirklich für die Landtagswahl richtig ausgestattet sind. Und die Grundlagen müssen jetzt getroffen werden und es hilft nichts, wenn irgendwelche Mailinglisten gesperrt werden und die innerparteiliche Diskussion einfach ausgeblendet wird und nur noch in Kipfenberg entschieden wird. So, dafür möchte ich mich einsetzen und bedanke mich. Vielen Dank dafür. Mauri, du musst die Kandidatenliste schließen, damit wir die Kandidaten dann gesamt befragen können, so wie sich die Versammlung jetzt ausgeschlossen hat, denn das ist so das Mindeste, dass wir einen geschlossenen Kandidatenpool haben, wenn wir eine geschlossene Kandidatenbefragung machen. Möchte jemand noch als Vorsitzender oder Vorsitzende kandidieren? Hunde sind leider nicht zugelassen. Okay, dann schließe ich hiermit die Kandidatenliste. Das wäre das erstmal wieder. Wir machen erstmal die Befragung, lieber direkt vor der Wahl die Erklärung machen, dann ist es wenigstens noch im Gedächtnis der Menschen, habe ich die Erfahrung gemacht. So, ihr habt keine Regelung zu der Befragung bei Kandidaturen in eurer GO, das finde ich äußerst erfrischend, deswegen darf ich Folgendes machen. Möchtet ihr die Kandidaten befragen, ja oder nein? Ich bitte um Handzeichen. Ja, also da findet keine Kandidatenbefragung statt. Jetzt, Mauri, darfst du wieder auf die Bühne. Es tut mir leid. Wenn du möchtest, dann verschaffen wir dir einen dauernden Posten während der Wahl hier oben mit Sitzen und so, damit du nicht immer so weit hast. Dein Part, bitteschön. So, liebe Versammlung, ich bitte um eure Aufmerksamkeit. Es wäre schön gewesen, wenn wir beim ersten Wahlgang bloß mit Ja und Nein hätten antworten können. Das geht jetzt nicht. Wir haben mehrere Kandidaten. Das heißt, wir machen Approval Voting. Ich erkläre mal noch ein bisschen was dazu. Ihr habt dieses schöne Heftchen. Schaut es bitte mal an, euer Wahlheftchen. Die sind auch wunderbar bedruckt und in verschiedenen Farben, nur sie schreiben durch. Das heißt, bitte für den ersten und die weiteren folgenden Wahlgänge bitte den entsprechenden Wahlzettel erstmal raustrennen. Also Stimmzettel Nummer 1, der orangene, trennt den bitte einfach raus. Denn wenn ihr durchschreibt, macht ihr den folgenden Zettel für die nächsten Wahlen ungültig. Also bitte diesen einzelnen Zettel verwenden. Es sind zwei Wahlvorschläge da, bei der ersten Wahl nämlich Wahlvorschlag 1 und Wahlvorschlag 2. Ihr habt beim Approval Voting die Möglichkeit, euch nicht nur für einen Kandidaten zu entscheiden, sondern ihr könnt auch beide Kandidaten ankreuzen. Also ihr müsst keine Entscheidung treffen, wenn euch beide Kandidaten sympathisch sind, dann könnt ihr beide ankreuzen. Irgendwelche Fragen dazu? Stimmzettel Nummer 1. Das ist der orange Stimmzettel, dieser hier. Bim?
Frage zur Gültigkeit, muss man die jetzt irgendwie noch falten in einer bestimmten Art und Weise? Es sollte nicht lesbar sein. Wie er gefaltet wird, das bleibt euch überlassen, aber es sollte bitte nicht lesbar sein, also nicht offen. Astrid? Ja, meine übliche Frage, ne? Was passiert, wenn ich mich jetzt geirrt habe, ich habe mein Kreuzchen an der falschen Stelle gesetzt und möchte das dann entsprechend ändern? Ja, das dann bitte so entsprechend markieren, dass es bei den Wahlhelfern bei der Auszählung eindeutig zu erkennen ist, dass das ein Irrtum war. Also entsprechend dann so durchstreichen, also das Kreuz so durchstreichen, dass es voll ausgefüllt ist, dass man wirklich erkennen kann, das war ein Irrtum, und das Kreuz dann an die richtige Stelle machen, dass also wirklich beim Auszählen festzustellen ist, war nicht so gemeint, mein Wille ist ein anderer. Wenn ich es nicht eindeutig feststellen kann, erkläre ich den Zettel für ungültig. Weitere Fragen? Dann bitte ich zunächst mal meine Wahlhelfer hierher. Moment, 2, 3, 4. Ja. Alle 6 Wahlhelfer sind da. Schnappt euch bitte mal die Urnen und öffnet die Urnen und zeigt der Versammlung, dass sie leer sind. Ja, wir haben noch eine kleine Pause. Die Pause ist vorbei. Noch irgendwelche Fragen zum ersten Wahlgang? Jaron? Könntest du noch erwähnen, was man machen muss, wenn man sich enthalten möchte oder wenn man beide Kandidaten ablehnen möchte? Also wenn du dich enthalten möchtest, dann füllst du bitte den Stimmzettel nicht aus. Kann man auch beide ablehnen? Wenn du den Stimmzettel nicht ausgefüllt hast, hast du automatisch beide abgelehnt. Immer wenn ich keinen ankreuze, habe ich beide abgelehnt. Wie enthalte ich mich? Genauso. Durch Nichtabgabe. Gib einfach nicht ab, damit hast du dich enthalten. Ja, nächste Frage. Ja, kommt nochmal eine Anregung. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen hat und über 50% der Stimmen hat. Sonst noch Fragen? Dann erkläre ich den ersten Wahlgang für eröffnet.
Ginger. Wer möchte noch seine Stimme abgeben? Hier, sie schreibt zu schön. Okay. Will noch jemand seine... Ja, aber jetzt aber hurtig. Jetzt noch die letzte Chance zur Stimmabgabe. Dann schließe ich den Wahlgang in 3, 2, 1, 0. Der erste Wahlgang ist geschlossen. Kurz zum weiteren Ablauf. Dadurch, dass eventuell einer der beiden jetzigen Kandidaten als Stellvertreter kandidieren wird, wenn er nicht gewählt ist, zählen wir jetzt zunächst aus und machen also nicht weiter. Also es gibt eine kurze Pause von 5 Minuten und ich hoffe, dass wir das so schnell auch schaffen. Also bis gleich. Thank you.
Thank you.
Danke. So, liebe Versammlung, wir haben ein Ergebnis. Also ein bisschen mehr Euphorie kann ich schon erwarten. Also, wir haben 80 abgegebene Stimmen, also 80 abgegebene Stimmzettel. Davon sind 5 Stück ungültig. Und es wurden gewählt, nein, es fielen 14 Stimmen auf Matthias C. und 64 Stimmen auf Nicole Britz. Liebe Niki, nimmst du die Wahl an? Ja, ich nehme die Wahl an. Danke für euer Vertrauen. So, eine kurze Info. Ab 12 Uhr gibt es Mittagessen. Aber ich glaube, ja, wir haben noch eine Viertelstunde. Ich schätze mal, den nächsten Wahlgang schaffen wir. Okay, damit eröffne ich die Vorstellungsrunde für den Bitte? Wir müssen jetzt erst die nächste Runde eröffnen, dann können die Kandidaten kommen und dann erst können wir schließen. Wir können ja nicht so, ich eröffne also die nächste Kandidatenrunde zum stellvertretenden Vorsitzenden. Die Kandidaten für dieses Amt zur Vorstellungsrunde bitte auf die Bühne. So, habe ich nur 2 Kandidaten? Möchte noch jemand für dieses Amt kandidieren? Freiwillige? Ich stehe schon gut. Okay, dann schließe ich hiermit die Kandidatenliste und die Kandidaten werden sich jetzt vorstellen. Hallo Piraten, ich muss jetzt ein bisschen schneller machen, weil wir eine Redezeitbegrenzung haben. Mein Name ist David Kritschek, ich war euer stellvertretender politischer Geschäftsführer im vergangenen Vorstand. Mit dem Rest will ich euch dann nicht weiter langweilen, das findet ihr im Wiki, dort der Benutzername ist switch2mac. Ein bisschen persönliche Motivation, warum arbeite ich bei den Piraten? Ich bin 2009 in diese Partei eingetreten. Vor allem wegen der unsäglichen Vorratsdatenspeicherung und dem tollen Zugangserschwernisgesetz. Ihr kennt das unter Zensur Ursula. Es war ein wundervolles Nonsensgesetz. Jeder hat gesagt, vollkommener Blödsinn, irgendwelche Stoppschilder irgendwo ins Netz zu hängen, das bringt gar nichts. Was mich richtig wütend gemacht hat damals, ist, dass das Internet, das Netz allgemein, als Gefahr wahrgenommen worden ist und nicht als Chance. Im Internet tummelten sich Kriminelle, Terroristen, Kinderschänder und Ähnliches. Die Chancen, die ein Internet bietet oder das Netz allgemein bietet, wurden von den damaligen Parteien immer noch missachtet oder nicht gesehen. Jetzt, 6 Jahre später, hey, ich bin immer noch total sauer. Wir haben wieder die VDS zurückbekommen, obwohl das Bundesverfassungsgericht und der EuGH festgestellt hat, dass eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung einmal gegen das Grundgesetz und einmal gegen die europäischen Menschenrechte verstößt. Aber wir haben auch noch weitere Nonsensgesetze. Na, also unser kleiner Schuhträger, Golden Schuhträger, wie heißt der? Dobrindt, glaube ich, ja. Mit seiner sogenannten Maut.
Also wer eine Maut haben will, der nimmt sie an Aufkleber, klebt das Ding ins Auto und dann funktioniert das. Österreich, Tschechien und andere Länder zeigen, dass das sehr wohl möglich ist. Nein, in Deutschland braucht man einen Überwachungsapparat. Insofern war die Maut oder das Mautgesetz nichts anderes als ein weiteres Gesetz zur Überwachung. Aber mein absolutes Highlight an Nonsensverordnungen ist die Fluggastdatenspeicherung. Für die Terrorismusbekämpfung werden hier Daten gesammelt, zum Beispiel, was ich esse während eines Flugs. Ich warte echt noch drauf, dass sich irgendwann mal herausstellt, dass der Terror-Sepp tatsächlich Schweinefleisch oder am Schluss Veganer war. Ja, wir haben eine Opposition, die das stillschweigend duldet. Ich meine, von der SPD sind wir es ja nicht anders gewöhnt. Die SPD, ich meine, das einzige Konstante bei der SPD ist der Verrat. Einmal verraten sie die Bürgerrechte mit der VDS, am anderen Tag verraten sie das Soziale mit dem sogenannten Hartz IV. Die Grünen, die kämpfen immer wunderbar für ihre Ideale und ihre Positionen, solange sie in der Opposition sind. Sobald die Grünen an der Macht sind, werfen sie ihre Positionen über Bord, beziehungsweise wollen des Machterhalts wegen die Koalitionsraison nicht stören. Also auch keine Opposition. Es ist heute, 2015, immer noch so, dass für die Parteien, die im Bundestag oder im Landtag vertreten sind, ist das Internet, das Netz allgemein, ein Neuland. Neues ist für viele Menschen fremd. Dinge, die fremd sind, können Angst produzieren und aus Angst wird ganz schnell Furcht und am Ende richtig gesteuert wird daraus Hass. Und wenn ich beim Thema Hass bin, dann bin ich bei der CSU. Die CSU ist ein Brandstifter in diesem Land. Wenn ein Ministerpräsident in diesem Land rumläuft und gegen Flüchtlinge bis zur letzten Patrone kämpfen will und Nazisprache verwendet, dass wir nicht das Weltsozialamt sind, dann läuft in diesem Land etwas sehr, sehr falsch. Und das macht mich richtig sauer. Die CSU ist nicht Bayern. Die CSU mit ihrer Hetze ist nicht Bayern. Die Bürger in München am Hauptbahnhof, die Bürger, die Flüchtlinge aufnehmen, willkommen heißen, das ist Bayern. Und ich möchte, dass wir gemeinsam das herausstellen und ich möchte gemeinsam mit euch, dass wir jeden Tag diese verfehlte Politik der CSU anprangern. Wir sind hier, glaube ich, 80, 90 Piraten. Wenn jeder von euch an jedem zweiten Tag nur einen Tweet, auf Facebook einen Beitrag schreibt und die Dinge, diese Hetze gerade stellt, dann haben wir schon gewonnen, weil dann überzeugen wir Menschen. Aber es geht nicht nur darum, dass wir in Social Media wieder sichtbarer werden. Wir müssen auch an unserem Programm arbeiten. Wir werden morgen einen Leitantrag abstimmen, aber dieser Leitantrag ist nicht in Zement oder in Stein gemeißelt. Es soll ein Kickoff dafür sein, dass wir gemeinsam in den Bezirken, mit den Bezirken, mit den aktiven Piraten weiter an unserem Programm arbeiten. Und das möchte ich mit euch im kommenden Jahr tun, indem wir Programmkonferenzen auch mit externen Partnern, mit externen Verbänden aufziehen, uns anhören, wie auch die Sicht der anderen Verbände ist auf die Realität und das gegen unsere Position abgleichen und daraus ein geiles Programm erarbeiten, damit wir mit Ziel 2018, 2017 in die entsprechenden Parlamente einziehen. Wir können das, wenn wir es gemeinsam tun und wenn von diesem Parteitag auch morgen mit dem Programm ein Signal ausgeht. Attacke gegen die CSU und dass Piraten in die entsprechenden Parlamente kommen. Dankeschön. Ich hab's gekürzt. Achso, okay, dann machen wir das so. Gut, hallo, guten Morgen. Gut, die Zeit läuft schon. Ich habe sowieso keine Ahnung, wie ich die 7 Minuten vollkriegen soll. Dann schauen wir einfach mal nach. Also, ich bin Maximilian Winkler und ich kandidiere jetzt für den stellvertretenden Vorsitzenden. Insgesamt
ist die Frage, warum wir uns als Partei zusammengefunden haben, eine interessante. Die Frage ist, warum sitzen wir alle im gleichen Raum? Wenn man sich umschaut, dann sind wir doch sehr, sehr unterschiedliche Menschen, jeder für sich. Und genau das ist eigentlich unsere Stärke und was uns zusammengetrieben hat. Die Piratenbewegung wurde ursprünglich gegründet, weil die Freiheit im Netz, die wir gekannt haben, die Freiheit der Menschen, die Bürgerrechte, die elementaren Grundrechte, die wir kennen, zugunsten von Gesetzgebung von vor zig Jahren, von gestern, eingeschränkt werden sollte. Das war damals das klassische Urheberrecht. Die gleichen Schemata finden wir heute überall in der Politik, in Deutschland, überall auch sonst, in Bayern, auf europäischer Ebene. Keine andere politische Bewegung außer uns hat das Problem erkannt und hat dafür Lösungsansätze. Wir sind die Einzigen, die aus dem Netz kommen. Wir sind die Einzigen, die die Welt von morgen und von heute verstehen und wissen, dass Gesetze von gestern nicht mehr passen. Dass die anderen das nicht verstanden haben, auch wenn sich heute jeder Netzpolitik auf die Fahnen schreibt, kann man im Alltag beobachten. Die Union in Bayern, die CSU, versucht mit ihrer Netzoffensive per Gießkannenprinzip Geld über Bayern auszuschütten und irgendwo Infrastruktur hinzulegen. Gleichzeitig versucht der Netzkommissar der Union auf europäischer Ebene die Netzneutralität abzuschaffen und zu bekämpfen. Die SPD sagt vor der Wahl, sie ist gegen die Vorratsspeicherung und nach der Wahl hat sie nichts Besseres zu tun, als das sofort einzuführen. Die Grünen werben grundsätzlich für ein freies Netz und arbeiten auf europäischer Ebene für eine Zensur von sozialen Netzwerken. Und zeigen damit grundsätzlich ihren konservativen Charakter und technikfeindlichen und fortschrittsfeindlichen Charakter, der ihnen schon seit ihrer Gründung in die Wiege gelegt wurde. Wichtig ist, wir sind anders. Wir sind die Einzigen, die diese Probleme erkennen und nach vorne denken. So, aber was bringt uns das in Bayern, was bringt uns hier zusammen? Die Ziele erreichen wir nicht, wenn jeder für sich arbeitet und jeder gegeneinander arbeitet. Wir sind in Bayern ein Bundesland, das nochmal in 7 Bezirke gegliedert ist und diese teilweise in viele kleine Kreisverbände. Wir haben gesehen, dass wir teilweise mit den kleinen Strukturen von klassischen Parteien Probleme bekommen. Wir haben gesehen, dass wir uns selbst lahmlegen. Was uns nicht hilft in der täglichen Arbeit, ist Vereinsmeierei, sind kleine Kreiskönige, die meinen, sie können mit dem Kopf durch die Wand und für ihre persönlichen Ego-Trips die ganze Partei gefährden oder das gemeinsame Ziel aus den Augen verlieren. Wir haben nicht mehr die Möglichkeit, uns das zu leisten, wenn wir weiter bestehen wollen. Unser erstes Ziel muss es sein, als Gesamtpartei und auch als gemeinsamer, zusammenarbeitender Landesverband unsere Ziele und unsere Werte, unsere Ideale in den Vordergrund zu stellen. Nur wenn wir das schaffen, werden wir als relevante politische Kraft wahrgenommen und nur dann können wir überhaupt Wahlergebnisse jenseits der 5% einfahren. Wir müssen den ersten Schritt vor dem zweiten tun, wir müssen gemeinsam arbeiten und unsere Werte ganz klar nach außen verteidigen. Sonst wird es nichts. Gut, was passiert, wenn der Landesverband nicht so zusammenarbeitet, wie er soll? Oder was passiert, wenn Einzelne die gemeinsame Arbeit sabotieren und überhaupt nicht mehr wissen, wofür wir als Partei eigentlich stehen? Habe ich persönlich mehr als deutlich mitbekommen. Ich war jetzt insgesamt in 3 Bezirksvorständen im Bezirk Unterfranken. Der erste hat recht unglücklich geendet. Und das Ende der Geschichte war, wir haben uns eigentlich während einer Bundestagswahl kein einziges Mal mit Politik oder Wahlkampf beschäftigt, sondern es ging eigentlich immer nur um Rechenschaftsberichte. Sowas darf nie wieder passieren in unserer Partei. Wir haben aber auch heute das Problem, dass teilweise viele Piraten nicht hier sind. Wir sind jetzt zwar knapp 100 Stück, aber der Bayerische Landesverband hat viel mehr Mitglieder. Viele Mitglieder, die einfach kommen nicht aus ihren Bezirksverbänden oder aus ihren Kreisverbänden raus und kennen nicht die Piraten, die im Kreis nebenan oder im Bezirk nebenan arbeiten, geschweige denn am anderen Ende des Landesverbands. Die Zustände sind eigentlich unhaltbar. Wir müssen dafür sorgen, dass wir uns besser kennenlernen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir besser zusammenarbeiten, denn nur so können wir überhaupt einen erfolgreichen Wahlkampf führen im Jahr 2017. Es ist höchste Zeit, dass wir dafür den Grundstein legen. Und ich stehe heute hier, weil ich denke, dass ich dabei helfen kann. Danke. Also
Nachdem die Rednerliste schon geschlossen ist, geht es jetzt um die Befragung. Möchtet ihr die beiden Kandidaten befragen? Also das ist eine Mehrheit für Befragung. Dann, wir machen wieder eine gemeinsame Befragung. Bitte ans Mikro. Hallo. Frage an beide Kandidaten. Solltet ihr in diesem Wahlgang nicht gewählt werden, steht ihr für andere Ämter zur Verfügung? Gut, also ich stehe sonst auch für andere Ämter zur Verfügung. Und wenn es kein Amt wird, dann bietet unsere Partei mehr als genug Möglichkeiten, trotzdem sich irgendwo zu beschäftigen. Also irgendwo bin ich immer zur Verfügung. In kurzen Worten ja. Wie schon gesagt, die Position ist nicht so wichtig. Es ist die Arbeit, die wir gemeinsam leisten müssen im nächsten Jahr. Insofern gerne, aber das entscheidet am Ende ihr. Frage an beide Kandidaten. Wenn du gewählt wirst, strebst du auch eine Spitzenkandidatur für die Bayerische Landtagswahl an? Die Aufstellungsversammlung für die Bayerische Landtagswahl ist noch ein bisschen hin. Ich weiß noch nicht, ob ich es dann schaffen werde, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was ich in 2 Jahren machen werde, aber die Frage nach der Bayerischen Spitzenkandidatur stellt sich in meinen Augen nicht, weil wir haben eine hervorragende Vorsitzende und der First Pick geht an Niki. Ich würde keine Spitzenkandidatur für den Bayerischen Landtag anstreben, weil ich glaube, dass mir die Arbeit im Landtag nicht zusagen würde. Das heißt nicht, dass ich nicht grundsätzlich für Kandidaturen zur Verfügung stehen würde, aber der Bayerische Landtag wäre es wahrscheinlich für mich eher nicht. Also ich komme auch halt ursprünglich nicht direkt aus Bayern, sondern eigentlich aus Baden-Württemberg. Hat auch damit zu tun, dass ich hier nicht so ganz verwurzelt bin wie andere vielleicht. Frage auch an beide Kandidaten. Ihr wart ja bislang in der Piratenpartei ziemlich heftig unterwegs. David, du jetzt zuletzt in der politischen Geschäftsführung, wo du einen richtig geilen Job gemacht hast, nach meiner Wahrnehmung. Du warst in Unterfranken unterwegs, hast die BPT-Orga gemacht, ebenfalls grandios. Daher meine Frage, ihr habt ja beide gesagt, ihr könntet euch auch eine Kandidatur für andere Positionen vorstellen. Warum jetzt 2V? Warum 2V? Ich denke, weil ich Niki vor allem in der politischen Arbeit unterstützen will und auch in der Außenpräsentation unterstützen will. Ich habe auch im letzten Jahr hervorragend mit Niki zusammengearbeitet und ich denke, mit meiner Erfahrung auch als Backup, ich habe das schon 3 Jahre lang als 2V im Bezirk gemacht. Ich denke, ich kann da den Vorsitzenden jeweils sehr gut unterstützen. Also wie ich schon gesagt habe, ist mir vor allem die Zusammenarbeit innerhalb vom Landesverband wichtig. Deshalb bietet sich natürlich die Position vom stellvertretenden Vorsitzenden an, auch gerade um den Kontakt zu den Bezirken und den anderen Gliederungen zu halten. Und natürlich kann ich mir auch wunderbar vorstellen, mit Niki zu arbeiten und uns zur Not auch mal nach außen zu vertreten. Also ich sehe in beidem kein Problem und auch deshalb genau den 2V für geeignet. Könnt ihr euch auch vorstellen, wenn ihr nicht gewählt werdet oder ein Amt bekommt im Landesvorstand, den Landesvorstand, den neuen anderweitig zu unterstützen durch eine Beauftragung zum Beispiel? Also für die politische Arbeit ist kein Amt nötig und daher kann ich das relativ einfach mit Ja beantworten. Sollte ich in kein Amt gewählt werden, werde ich nach Kräften Niki weiterhin unterstützen. Ja, also auf jeden Fall. Also ich denke, die meisten von uns sind hier, weil sie sowieso nicht die Finger von der Politik lassen können, weil es einen irgendwie immer wieder zurückzieht und weil man nicht ganz ohne leben kann. Und so ist es auch bei mir. Gut, gibt es noch weitere Fragen an die Kandidaten? Nein, dann übergebe ich wieder an Mauri.
So, dann schließe ich hiermit die Kandidatenliste. Und jetzt kam gerade die Frage bezüglich des Essen, vorher wählen oder nachher wählen. Stimmen wir mal kurz ab. Nicht? Nein, wir stimmen nicht ab, höre ich gerade. Wir stimmen nicht ab. Wir essen. Die Gelegenheit, wir essen, während wir in die Urnen werfen. Irgendjemand wird während des Essens sagen, jetzt sind die Urnen geschlossen. Ich glaube, wir kriegen das hin, oder? Kriegt ihr das hin? Nein, ich kriege hier irgendwo eine negative Auskunft. Nein, wir wählen definitiv jetzt, weil wir zum Wählen jetzt zum Anfang 5 Minuten brauchen, dann ist sowieso alles eingeworfen und dann wird bitte danach gegessen in der Auszählpause. Liebe Versammlungsleitung, stimmen mal drüber ab. Also gut, wir stimmen darüber ab. Wer möchte jetzt sofort wählen? Okay, das ist eindeutig die Mehrheit. Gut, dann legen wir los. Wahlhelfer bitte zu mir, beziehungsweise an die Urnen. Dasselbe Prozedere wie vorher. Bitte den Wahlzettel Nummer 2 raustrennen, denn er schreibt sonst durch. Also bitte, bevor ihr euer Kreuzchen macht, den Wahlzettel 2 raustrennen. Wir haben dasselbe wie beim ersten Wahlgang, wir haben wieder Approval Voting. Ihr könnt einen Kandidaten wählen, ihr könnt auch 2 Kandidaten wählen. Wenn ihr gar nichts ankreuzelt, gelten die Stimmen als ungültig. Wenn ihr euch der Stimme enthalten wollt, dann werft ihr euren Stimmzettel einfach nicht in die Wahlurne. Okay, Wahlhelfer, zeigt bitte eure leeren Urnen. Damit erkläre ich den zweiten Wahlgang für eröffnet. Ich habe noch einen Hinweis zum Essen. Wenn das Essen jetzt reinkommt, es wird dann sofort kassiert. Also haltet bitte am besten das Geld bereit, dann geht es schneller. Und auch noch dazu bringen, ein Hindernis erwartet, dass wir das alles. Neuer Versuch, hört ihr mich? Also gut, neuer Versuch. Wenn das Essen kommt, das wird gleich kassiert. 8,50 Euro, glaube ich, waren es. Am besten bereithalten. Und ich weiß, der Thomas sieht das anders, aber ich denke, der kann jetzt schon reinkommen und auftragen. Oder wie seht ihr das? Ich lade doch eine Nummer bei Denny hoch. Geht das parallel? Also, kleine Änderung, ich erfahre inzwischen, wie es wirklich läuft mit dem Essen. Ihr sollt bitte draußen das Essen bezahlen. Jetzt draußen das Essen bezahlen, also natürlich nachdem ihr den Zettel eingeworfen habt.
mal einen Curry bitte. So, für die, die noch wählen wollen, wäre es jetzt an der Zeit. Haben wir noch Wahlwillige? Wanderurne, seid ihr durch? Also letzte Chance, deine Stimme abzugeben. Also die Wanderurne, schaut doch kurz zu den Rauchern. Alle Wanderurne, seid ihr durch? Okay, also. Letzte Chance zur Stimmabgabe. Dann schließe ich den zweiten Wahlgang in 3, 2, 1, 0. Der Wahlgang ist geschlossen. So, damit machen wir jetzt Mittagspause bis 12.45 Uhr.